Was geht ab, meine Zucker-Schneeko da yo. Mein Name lautet Enzo Strikes und herzlich willkommen zum weiteren Video auf meinem Kanal. Another day, another Päckchen. Yes, ich war wieder fleißig auf Wish unterwegs und habe mir was Schönes bestellt. Und was erfahrt ihr jetzt? Ach du heilige Makrele, ich habe hier einiges bestellt. Aber im heutigen Video geht es um dieses schöne Päckchen hier. Doch die Frage ist nun, was ist da überhaupt drinnen? Ich verrat's euch. Da drinnen befinden sich Großhandel, 20 Packs, Lots, Retro, Punk, Animal Style, antike Silberringe, Persönlichkeit, Schmuckringe. Yes, ich war wieder auf Wish unterwegs und habe mir wieder Ringe bestellt und wir schauen rein. Vorneweg, ich habe echt Angst, weil es gab eine Rezension, die hat geschrieben, unterschiedliche Größen und die Hälfte ist verborgen, hat nur einen Stern gegeben. Aber dann gab es noch jemanden, der hat gesagt, das Material ist gut verarbeitet, viel Auswahl, keiner doppelt, leider ohne Schatulle. Auf die Schatulle ist geschissen, auf jeden Fall keiner doppelt, nicht so wie beim letzten Ringe-Unboxing-Video von Wish. Ey, und wieder ein Frosch. Wir haben jetzt zweimal den Frosch, zweimal diese Stachel und zweimal diesen Adler. Oder was soll denn das? Link in der Beschreibung, checkt's ab. Aber ja... Totally. Okidoki. Also ich muss sagen, auf den ersten Blick sieht das sehr wild aus. Guck mal, da ist ein Löwe. Der sieht aus wie der hier, guck mal. Einfach so Bruder und Schwester. Ich bin gespannt. Schau mal rein. Oh mein Gott, Bruder. Allein der erste, der schon rausgefallen ist, ist eine 10 von 10. Bruder, was? Okidoki. Hier haben wir die wunderbaren schönen Ringe. Vorneweg, was denkt ihr, was dieser Spaß mich gekostet hat? Ganz simpel. Ich verrat's euch. Der Artikel insgesamt hat 11,68 Euro gekostet, der Versand 7,21 Euro, aber ich hatte einen Gutscheincode, der das um 58 Cent vergünstigte. Daher kam ich auf einen gesamten Betrag von 18,31 Euro für 20 random Ringe. Yeah! Und wir gucken sie uns jetzt an. Zodli, du bist der Erste. Ich habe keine Ahnung. Ach, ein Elefant. Ach so, Bruder, ich habe gerade so geguckt, ich dachte, das wäre so ein Fisch, so eine Forelle, keine Ahnung, Bro, ein Elefant, okay. Crazy. Elefanto. Okay. Sieht schon witzig aus, also sieht funny aus. Würde ich persönlich nicht rocken jetzt, aber ist ein schöner Ring. Kann man wirklich nichts sagen. Okay, du bist neutral. Ach, das ist der Löwe. Okay, krass. Okay, der sieht cool aus. Der passt gut auf den Ringfinger. Ist nicht hässlich, ist cool. Jetzt haben wir zwei Löwen. Den haben meine Eltern mir aus Italien mitgebracht. Jetzt habe ich noch so ein Baby. Guck mal, Papa und Sohn. Okay, doch, ist ganz cool. Mach mal rechts. Okay, Bruder, eine Art Wolf. Kleiner Funfact, Wölfe sind meine Lieblingstiere. Deswegen bin ich sehr, sehr, sehr froh, einen Wolf zu haben. Der ist auch leider sehr klein, aber er passt echt gut auf den Ringfinger. Ist ein cooler Ring, wirklich, kann man nichts sagen. Ist echt ein cooler Ring. Also der kommt safe nach rechts. Bruder, das sieht aus wie so eine Mischung von King Kong. Und auch so Call of Duty Zombies, einfach so King Kong Zombie. Hey, die sind alle für den Ringfinger gemacht. Okay, auch cool. Also optisch sehr cool. Gefällt mir. Der kommt nach rechts. Södli, was bist du denn? Ach, noch ein Löwechen. Aber mit Krone, Junge, tschüss. Okay, der sieht auch... Ey, Digga, okay, das Pack ist bis jetzt echt cool, muss ich sagen. Er kommt auf den kleinen Finger. Okay, Digga, der sieht schon cool aus. Da kann man nichts sagen. Also den fühle ich. Guck mal, der ist schon cool. Also der ist echt, der ist cool. Der kommt auch nach rechts. Okay, okay. Da haben wir unser erstes Duplikat. Digga, die haben gesagt, aber nein. Okay, die sind nicht gleich, aber ähnlich. Ich wollte gerade schon sagen, wir haben ein Duplikat. Obwohl der eine kommentiert hat, es gibt keine Duplikate. Okay, wir haben quasi nochmal Papa und Sohn. Spaß, wir sind ja nicht im Saarland. Aber auch cool. Ach du Scheiße, ein Stier, ein, keine Ahnung, Stier. Einfach ein Bulle, einfach ein Stier. Mit Hörnern, aber okay, das ist auch krass, mit Hörnern. Der ist auch... Digga, die sind alle bis jetzt cool. Ich kann gar nichts sagen, ey. Die sind echt cool. So, die sehen auch cool aus. Kann man echt nichts sagen. Okay, was ist das denn? Ist das ein Phönix, ein Vogel? Was soll das sein? Das sieht so aus. Okay, auch auf dem kleinen Finger. Sieht auch echt sexy aus. Hey, wirklich, bis jetzt, das Pack ist cool. Das gefällt mir wirklich krass. Sexy! Noch ein Löwe. Mit so einem Markant, aber der sieht klein aus. Okay, da passt mir auf den kleinen Finger. Crazy, guck mal, jetzt haben wir wieder Vater. Vater und Sohn, guck mal, Digga. Hey, die sehen sich aber auch ähnlich aus, kann man nichts sagen. Aber ey, krass, das ist echt crazy. Jetzt haben wir hier. Guck mal, Bruder, einfach die Löwenfamilie. Das ist der aus Italien und das sind die aus dem Pack. Digga, sieht schon krass aus. Ja, der kommt auch nach rechts, auch cool. Oh mein Gott, sieht der geil aus. Ach, du heilige Makrele. Digga, der sieht richtig babamäßig aus. Oh,
Okay, Digga, der ist wild. Aber den fühle ich sehr. Bro, die. Bamburi, Alter, so ein Wolf. Bo. Bo, sieht der sexy aus. Aber ganz, ganz, ganz nach rechts. Aber ganz klare Sache hier. Boah, Digga, okay, wirklich, das Pack ist bis jetzt eine 10 von 10. Bro, da sehen die cool aus. Guck mal, so ein Bärchen. Einfach ein Bärchi, Bärchi. Guck mal. Also wirklich, ey, das sind alles bis jetzt echt coole Ringe, bis auf den da. Geil. Was soll das sein? Ach, so ein Typ mit so einem Tigerkopf. Also sieht auch cool aus. Es hat halt eine miese Spitze, Bro. Von dem Winkel sieht es ein bisschen falsch aus. Ein bisschen wie so ein Jarak. Aber wirklich krass, krass. Also wirklich. Ah! Ach du Scheiße, ein Hirsch. Oder ein Reh. Keine Ahnung. Da muss ich sagen, okay. Sieht optisch cool aus, aber würde ich zum Beispiel nicht mehr rocken, weil das mir einfach zu viel ist mit diesem Ding hier. Also optisch auf jeden Fall auch sehr sexy, aber ein No-Go. Digga, was ist das? Ein Drache? Wieso hat er so einen Ball im Mund? Verschluck dich nicht! Okay, ich muss sagen, er sieht cool aus, aber dieser Ball und so nervt mich deswegen. In die Mitte, in die Mitte. Oh mein Gott, nach all den Jahrzehnten haben wir endlich einen Schlangenring. Okay, da muss ich direkt sagen, so die Schlange ist nicht so die Form, die ich gern hätte. Aber Bruder, wir haben endlich einen Schlangenring, ey, nach all der Zeit. Bruder! Ist halt natürlich jetzt nicht so eine Schlange, die ich gern hätte, aber trotzdem sehr, sehr, sehr crazy und sehr wild, aber kommt in die Mitte. Tschüss. Guck mal, gleich noch eine Schlange. Buh. Okay, die sieht cooler aus als die andere. Und die kann man sogar so dehnen ein bisschen. Aber das hat eher was Feminineres jetzt, diese Art von Schlangenring. Einen. Bruder, ich habe keinen Plan. Ein Falken? Einfach einen Adler. Bruder! Ist für mich jetzt ein bisschen too much over the top. Aber auch ein sehr, sehr, sehr sexy Ring. Sehr, sehr, sehr sexy. Okidoki, die letzten drei Stück. Gib ihm. Okay, ein Strauß. Kann man gleich sagen. Schön, aber nicht meins. Digga, einfach eine Schildkröte. Bruder, wie süß ist die denn? Einfach eine Babyschildkröte. Jetzt kann ich endlich Schildkröten füttern gehen. Bruder, richtig süß. Natürlich nicht mein Geschmack, aber Digga, ist schon süß. Und zu guter Letzt. Ein. Kein Plan, was du bist. Stehe. Rhinoceros, Babidi-Bubdi. Okidoki, Minoki, Pantantoki, wir haben hier von 20 Ringen haben wir 11 krasse, coole Ringe. Ich muss sagen, so wirklich, ich glaube, er hier ist schon mein Favorite. Er sieht halt wirklich so sexy aus. Also die zwei sind auf jeden Fall goated, Top-Tier, sehr wilde Ringe. Ganz kurz hat sich das Ganze gelohnt. Tausendprozentig. Ja! Und ja, dann würde ich auf jeden Fall sagen, war es das mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, checkt mir gerne einen Daumen und ein Abo ab, wenn ihr neu seid. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Passt auf euch auf und wir sehen uns. Wuff, 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 wuff.